So, hallo zusammen. Heute machen wir ein bisschen mit Text und Layern. Wir machen ein neues Bild drauf in Full HD und geben dem Transparenz als Hintergrund. Und löschen mal das hier das alte. So, jetzt haben wir großes Bild. Und gehen wir einfach mal, legen wir los, machen ein bisschen Text. So, ein bisschen größer machen, dass wir was sehen. So, machen wir mal 150, und noch ein bisschen mehr, 250, so. Suchen wir, nehmen wir mal ein ganz normales Areal. Area Bold, ja. Was Schöneres, ja, so ein Block, nehmen wir so einen Block. So, wir wollen ja jetzt, also mein Ziel ist es, das Ganze ein bisschen bunt zu gestalten und ein bisschen Farbe in die Sache reinzubringen. Und wir lassen jetzt mal, ich will zwei, drei Zeile draus machen, Hallo Welt. Wir nehmen jetzt hier einfach das mal und ziehen hier einen Pfad aus Text, gehen oben auf Auswahl, Pfad von Text, und ihr seht, der Text ist umrandet. Dann gehen wir auf unsere Layer, machen hier einen frischen Layer auf und nennen das mal Textfarbe. Achten darauf, dass der Füllwert hier auf transparent geschalten ist. Dann gehen wir hier mal auf unseren Farbeimer. Die Ui ein bisschen breiter ziehen, dass ich alles sehe. Annehmen, wir brauchen unseren Verlauf. So, und jetzt haben wir hier den Verlauf von Vordergrund nach Hintergrund. Das heißt, Vordergrund ist diese Farbe, Hintergrund ist diese Farbe. Schauen wir mal, welche Farbverläufe wir nehmen können. Sagen wir mal, es soll von grün, so, in Rot, ein bisschen knackiges Rot, knalliges Rot. So, mal schauen, wie es rauskommt. Und jetzt machen wir einfach hier mal so einen Verlauf drüber. Okay, sieht scheiße aus. Das Rot ist ganz okay im unteren Bereich. Dann versuchen wir es mal mit Grün, mit Gelb. So, ein helleres Gelb. Oh. Oh. Jetzt sieht es doch schon mal gut aus. So, jetzt haben wir hier, wie gesagt, den Hintergrundlayer, den Textlayer, den du gar nicht siehst. Und ja, hier den Farblayer, können wir ein- und ausblenden. So, jetzt wollen wir natürlich um das ganze Ding noch einen Rand drumherum machen, dass, wenn es nachher irgendwo auf einem Hintergrund liegt, auch gut sichtbar ist. Aus dem Grund werden wir hingehen auf Auswahl, Auswahl vergrößern. Machen wir mal 3 Pixel größer. Hier mal ein bisschen reinzoomen. So, machen wir noch mal ein bisschen mehr. Vergrößern wir noch mal um 2 Pixel. So, wir machen wieder ein Layer auf. Man nennt es, ich habe Shift drin. Schatten 1. Wechseln die Farbe, und zwar in Schwarz. Und nehmen Füllen und gehen hier auf ganze Auswahl füllen. Dann füllen wir das und dann wird der ganze Spaß gefüllt. Das ist natürlich der Layer über unserer Textfarbe. Wir legen einfach den Layer 1 drunter und jetzt rutscht praktisch der Schattenlayer hinter die Textfarbe. Dann machen wir nochmal das gleiche und vergrößern das Ganze. Wir hatten vorher 5. Machen wir nochmal 5, machen nochmal einen auf, nennen das Schatten 2, und dann würde ich sagen, füllen wir das mit, nicht mit Rot, sondern füllen wir es mal mit dem Gelb, verschieben wir den Layer einfach nach hinten. Jetzt kommt erstmal unser Farbverlauf,
Dann der erste Schattenlayer schwarz und dann der zweite Layer in gelb. So, das war jetzt das hier. Gehen wieder auf Textbearbeitung, machen nochmal ein Textfeld auf. Und dann nehmen wir das Welt. Machen das schon mal groß. Wir hatten, was hatten wir vorher für eine Größe? 250. Glaub, ja, 250. Gut, dann machen wir da jetzt mal 500 draus. Und ja, wir müssen natürlich die Farbe des Textes, das ist eigentlich relativ egal, weil das wird ja eh nachher wieder übermalt. Machen wir Pfad aus Text, Auswahl von Pfad. So, jetzt hätten wir das vielleicht nicht unbedingt jetzt gerade über den anderen Text machen sollen, sondern ein bisschen mehr freigestellt. So, wir machen das gleich nochmal. Pfad aus Text, Auswahl von Pfad, ist wieder markiert. Dann gehen wir, werden wir das wieder vergrößern. Und zwar um die bekannten 5. Obwohl, wir müssen es erstmal kolorieren. Einen Schritt zurück. Wieder den Farbverlauf herstellen. Das ist gelb auf rot. Und gelb und rot auswählen. Wir nehmen wieder unseren Verlauf. Machen wir es andersrum. Ne? So. Na, je nachdem, in welche Richtung man den Pfeil zieht. Und je länger man es zieht, oder je kürzer, umso mehr wird von der einen Farbe oder anderen Farbe verwendet. Man kann es auch in die andere Richtung ziehen oder von unten her. Das muss man dann selber rausfinden, wie man es ungefähr haben möchte. So, ich denke, so ist es in Ordnung. Dann ist die Farbe jetzt erstmal hier gefüllt. Und dann machen wir die Vergrößerung mit 5 Pixel. Machen einen neuen Layer auf. Dann den Schatten 3. Gehen hin, wir haben zuletzt schwarz gehabt. Wählen wieder schwarz aus, füllen den ganzen Bereich auf schwarz, bringen den Layer 1 nach hinten. Dann machen wir die Auswahl noch mal größer. Obwohl 5 reicht hier nicht, das sieht dann von der Dimension her aus nicht so knülle. Dann machen wir einfach noch mal Auswahl noch mal vergrößern. Dann machen wir noch mal 5 dazu und füllen noch mal die ganze Auswahl. Jetzt passt es von der Dimension her. So. Dann machen wir die Vergrößerung nochmal. Machen wir gleich 10 Pixel. Machen einen neuen Layer auf. So, wie habe ich den jetzt genannt? Gar nicht. Also 4. Also bei so Kleinigkeitsarbeiten ist es nicht so tragisch, wenn man die Layer nicht richtig benennt. Gerade aber, wenn man anfängt, wirklich komplexere Sachen zu machen, dann sollten die Layer einfach richtig benannt werden. So, jetzt habe ich Schatten 4 offen. Ich wähle in dem Fall gelb aus. Das ist ja unsere letzte Schicht, unsere letzte Layer. Mal es an, bringe den Layer wieder 1 nach hinten und werde erstmal die Auswahl entfernen. So, jetzt haben wir hier zwei Sachen: die Textfarbe, Schatten 1. Dann kommt hier unsere Welt. Das gehört zu unserem Schatten, Schatten, Schatten. Das hier ist der Schatten von unserem anderen Text. So, bringen wir das mal in Reihenfolge. Den Text können wir wegmachen. Das war der Text hier. Hallo Welt. Ja, so. Also theoretisch müsste jetzt das hier alles. Genau. Sind diese drei Layer hier oben unser Hallo und diese drei Layer sind unsere Welt. So. Ich gehe jetzt hin und vereine die Layer in einen Layer. Also ich mache jetzt aus drei Layern, also für unser Hallo, ne, dieses hier, mache ich jetzt ein Layer, indem ich auf das oberste draufklicke und nach unten für einen anklicke. Jetzt rutschen, jetzt ist der oberste, der erste und der zweite Layer zusammen in einen eingerutscht. Und das mache ich jetzt nochmal, sodass Layer 1 und 2, die schon vereint waren, auch mit dem dritten Layer vereint sind. Jetzt gibt es nur noch ein Layer. Jetzt gehe ich hin, mache das gleiche mit unserem Welttext. Das sind ja diese drei Layer hier. Vereins einfach nach unten und den nächsten auch wieder mit nach unten. Also erst mal 1 mit 2 und dann die 1 und 2 mit der 3. Und somit habe ich hier wieder nur noch ein Layer. So, wir haben jetzt praktisch, denn hier können wir löschen den Text. Brauchen wir nicht mehr. So, haben wir am Schluss nur noch drei Layer. Das empfiehlt sich nur zu machen, wenn es soweit ist, um die Sachen irgendwie zu verformen oder zu verbiegen. Für Nachbearbeiten und sowas sollte man natürlich die Layer so lassen, wie sie sind. Ne?
So, gehen wir mal hin. Jetzt haben wir hier den Layer und den anderen Layer. So, jetzt schneiden wir mal die. Ihr seht auch hier, dass der Rand der Folie entsprechend noch zu groß ist von den Dingern. Darum werde ich jetzt hier erstmal den Hallo nehmen. Den werde ich jetzt kurz auch mal Hallo umbenennen. Genau so. Und diesen in Welt. Dann werde ich hingehen und mal gucken, ob das hier mit drin ist. Ne, müssen wir oben auswählen. Also gut. Ihr geht oben auf Wild 1 aus, also in dem Fall Hallo. Geht auf Ebene und Ebene automatisch zuschneiden. So, es ist der Zuschnitt der Ebene, ihr seht, direkt um nur diese Ebenen gemacht. Wiederholen wir. Hier sieht man noch, dass die Ebene ziemlich groß ist, also ist ziemlich groß, genauso groß wie das Bild. Gehen hin auf Ebene, automatisch zuschneiden und schwupps, haben wir diese Sache hier am Laufen. So, jetzt gehen wir mal hin. Jetzt will ich das ein bisschen verziehen. Hier haben wir ja unsere Vergrößerungs-, Verkleinerungs-, Verschiebe- und Verdrehtools. Ich glaube, mit dem hier kommen wir ganz gut zurecht. So. Ich brauche ein bisschen weiter weg. Ja. So. Ich übertreibe es ein bisschen. Ah, ist ein bisschen zu weit, oder? Ja. Transformieren wir es mal. Ja, ein bisschen übertrieben, aber es zeigt, auf was ich raus will. Gehen wir auf Hallo. Nehmen wir mal das Hallo. Stellen es hier mal hin. Hier am besten so Kante auf Kante. Nehmen wir unser Transformiertool. Ungefähr müsste es passen. Ups, ich wollte es bewegen, war der falsche. Ja. Jetzt können wir das noch dahinter legen. Können wir den Layer natürlich hinter den anderen Layer legen. So. So. Und somit hätte ich jetzt mal erklärt, wie ich mit dem Layer umgeht. Was man jetzt hier auch sieht, ist, dass hier zum Beispiel diese Kanten entstehen. Gelegentlich, wenn ich einen Text markiere und dieses Text zu Pfad mache, kann sein, dass gerade bei GIMP der Layer oder die Markierung nicht richtig stimmt, dann muss man das Bild ein bisschen nachrücken. Ich weiß nicht, warum das so ist, das scheint generell ein Problem zu sein. Da muss man halt dann einen Pixel weiter nach rüber, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten wandern. Und das dann auskorrigieren, das habe ich jetzt leider hier verbummelt. Ja, das kriegt ihr dann schon selber hin. Das war es jetzt auch schon mal, wie man dann hier so ein bisschen Hallo Welt macht. Und wie man den Text verformt und mit Layer arbeitet. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Tschüss.